Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon, das hier ist Mario Kart Wii und wie schon im Ankündigungsvideo angekündigt, geht es heute wieder direkt in die Nintendo Wi-Fi Connection, nee, eigentlich eher in den Online-Modus, nicht in die Wi-Fi Connection. Und dann wird mal wieder mit ein paar netten Leuten gefahren, hoffentlich jedenfalls. Ich hoffe mal, dass ein paar Leute da sind und wenn nicht, dann wird das eben ein sehr kurzes Video, aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Gucken wir doch mal. Alles klar, dann mache ich jetzt mal einen Raum auf und einen Schnitt und dann sehen wir uns im ersten Rennen, wie üblich. Also, bis gleich. Und los geht die wilde Fahrerei hier auf, ja, N64 Sorbeland, glaube ich, sollte der Kurs hier heißen. In der Theorie, oh, und in der Praxis merke ich gerade, dass mein Fernseher nicht richtig eingestellt ist und ich eine brutale Verzögerung habe, die dazu führt, dass ich nicht steuern kann. Juhu, das ist ja mal super. Ja, ich habe meinen alten Fernseher wieder zurück, also meinen alten neuen Fernseher, der die ganze Zeit in Reparatur war. Und ich habe offensichtlich vergessen, den Bildmodus umzustellen, was dazu führt, dass ich jetzt ungefähr bei jeder Eingabe eine Sekunde Verzögerung habe und deshalb nicht steuern kann. Das ist ja ein super Start in den Tag, muss ich schon mal sagen. Also zwischen den Rennen werde ich das dann mal umstellen, glaube ich. wie man vielleicht schon gesehen hat, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, sind wir zu 11. Werden Sie wahrscheinlich gleich erfahren, weil ich gleich Letzter sein werde oder so. Ich kann nämlich nicht steuern, ja. Ja, der eine Pilz hilft mir auf dem 11. Platz natürlich sehr viel weiter. Zugegebenermaßen, ich bräuchte einen Bullet Bill, der kann wenigstens automatisch steuern. wie auch immer, wir sind 11 Leute, das ist ein absoluter Rekord für Staffel 2 bis jetzt. Nicht, dass ich nicht genug Leute hätte, die prinzipiell mit mir fahren wollen würden, aber ich will ja eigentlich dafür sorgen, dass ich nur eine begrenzte Anzahl an Leuten einlade und mit denen den Raum voll kriege, ne, damit jeder mal die Chance hat mitzufahren. Nicht, dass es so ist wie sonst früher immer, dass 30 Leute gleichzeitig kommen und mitfahren wollen und keiner kommt in den Raum rein. Das wäre ja ein bisschen dämlich, ne? Aber 11 Leute, das ist schon mal gar nicht schlecht. Gut, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Enti dabei ist, obwohl er ursprünglich nicht eingeladen war, dann wären wir nur zu 10. Es wäre immer noch ein Rekord für Staffel 2. Und Enti ist nur dabei, weil er vorhin gefragt hat, ja, wie sieht's aus? Brauchst du noch jemanden? Und da wir gerade zu dem Zeitpunkt nur zu 9 im Raum waren und der Termin eigentlich schon hätte anfangen sollen zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, ja komm, scheiß drauf, komm noch mit rein. Auf dem Fahrer mehr kommt es dann auch nicht mehr an, wenn der Raum sowieso nicht voll ist, also was soll's. Und Tatsache ist, irgendwer ist dann tatsächlich noch gejoint, als der Raum schon gestartet wurde. Falsch, also als das Spiel schon gestartet wurde hier. Aber ja, da war wohl die Wi-Fi-Connection ein bisschen lahm oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jede Menge lustige Leute hier drin, die sich einen Spaß daraus machen, dass ich nicht fahren kann. Noch weniger als sonst, was jetzt ausnahmsweise mal ausnahmsweise nicht an mir liegt, genau. Der Stern ist zwar extrem geil, wird mich aber nicht retten. Ich kann nämlich nicht steuern. Das ist echt übel, wenn man so eine Verzögerung von ungefähr einer Sekunde hat beim Fahren, also beim Lenken vor allem. Ja, ich habe nach links gelenkt, um es gesagt zu haben. Ja, aber ja, Bildverzögerung halt, ne? Wenn ich sehe, dass ich auf irgendwas zufahre, dann lenke ich in eine Richtung, aber dann ist es normalerweise schon zu spät, weil ich ja schon theoretisch im Spiel eine Sekunde weiter bin. Der Bildschirm hat es mir nur noch nicht angezeigt. Und das heißt, irgendwas ausweichen oder sonst was ist nicht drin. Oh, war klar, dass er jetzt kommen musste. Hätte ich mir meinen Pilz besser aufgehoben. Naja. War nicht allzu clever, zugegebenermaßen. Oh. Also kommen nochmal alle und überholen mich. Finde ich nicht nett von euch. Das finde ich aber cool, dass ihr euch hier so gegenseitig aus dem Wheelie schubst, dass ich nochmal vorkomme. Tolle Sache. Dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus. So, jetzt muss ich gleich mal als erstes in der Pause meinen Fernseher umstellen, damit ich hier einigermaßen spielen kann. Okay, aber erstmal darf ich noch ein paar Leute grüßen, die es heute hierher geschafft haben. Und zwar wären das Power, Lambda, Basti, Abe, Starfox, Sarah, René, Enti, Jesse und Schnitzel. Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir hier so ein bisschen zusammen wahnsinnig rumgurken können. Oh, das geht ja schon wieder gut los hier heute. Marios Piste, schon die erste richtige Lackerblablabla. Die erste richtige Lackerblablabla. Genau, das wollte ich natürlich sagen und nichts anderes, ist natürlich klar. Aber machen wir uns aber nichts draus. Scheiße, ich wollte eigentlich hier ein Item mitholen. Machen wir uns mal nichts draus. Denken positiv für einen Moment. Oh ja, Enti, nee, Basti. Ja, da stand irgendwas mit einem T und einem I am Schluss. Das musste dann natürlich Enti sein. Dass Basti heißen könnte, das konnte ich ja nicht ahnen. Das ist jetzt... Ich kann gar nicht reden. Ich bin heute total überfordert. Mit mir selbst. ja. Basti, musstest du mir das Item wegnehmen? Das war meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig. Und das war auch nicht unbedingt nötig. Und das lag übrigens jetzt an mir, nicht an der Verzögerung des Bildes oder so. Oh, schön. Wo habe ich die Wolke her? Habe ich die Wolke vielleicht... Nee, da war niemand, der mir eine Wolke geben konnte, oder? Aber das ist der einzige Weg, wie ich sie hätte kriegen können. Naja.
Wow. Wow. Ja, das kann ich aber nochmal aufholen. Das ist ja zum Glück eine Lackerbahn. Jetzt ein Goldpilz und ein Stern. Am besten umgekehrter Reihenfolge. Und das ist alles wieder in Butter. Ne? Da kommt schon mal der Stern. Allerdings habe ich ihn nicht. Was doof ist. Oh ja, drei Pilze. Super. Ich wollte hier durchfahren. Ne? Ich habe nicht mal bin. Das ist so geil. Das fängt schon wieder so gut an. Ich könnte jetzt schon die Wand hochgehen. Ah, das ist mein Goldpilz, den ich wollte. Ist ja super. So war das nicht geplant. Nicht geplant. Ich hab's durchgeschafft, irgendwie. Warum kommen die alle da durch? Wir durften gar keine Item mehr haben, um durchzukommen. Der Powerblock hätte es wegblitzen, dingsen müssen. Ach, scheiß doch drauf. Gut. Hätte viel schlimmer ausgehen können. Ich krieg jetzt schon keine Luft mehr hier. Was ist denn hier los? Es ist schön, wenn der Raum mal ein bisschen voll ist, ne? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Machen wir mal weiter, komm schon. Ja, wir wissen, ich bin scheiße. Irgendwie will das jetzt so weitermachen, oder? Wir waren ja gerade erst auf einer Mario-Rennpiste, da müssen wir jetzt gleich die nächste spielen. Bleibt eigentlich nur noch eine übrig, oder? Nämlich die Wii-Version oder so. Ja, werden die Super Nintendo-Version. Ne, es bleibt ja noch die GameCube-Version oder was ist es, oder was weiß ich, was für eine ist. Hey! Bei jedem anderen funktioniert das, wenn man von hinten mit der Wolke reinfährt, wenn man ein Item hat. Yes! Okay. Von der Seite klappt's dann. Von hinten will. Das ist ja scheiße. Von hinten vielleicht nicht, aber von der Seite klappt. Aber wenn andere Leute von hinten bei mir reinfahren, wenn ich eine Wolke, Quatsch, wenn sie eine Wolke haben, dann treffen sie mich dann natürlich damit. Ist klar. Ist ja auch Mario Kart Wii. Wow, wie fliegst du da rum, Kollege? Wie unfähig bin ich eigentlich? Ich bin zu doof, mir einen Item zu holen. Da waren vier Stück zur Auswahl. Mich fahren durch die einzige Lücke, die da ist. Es ist herrlich. Es macht schon wieder alles keinen Sinn, was ich hier mache. Also, das Spiel kann ja nichts dafür. Ich bin unfähig. Wow. Ja, da könnte ich jetzt nichts dafür. Und er kriegt einen Wulfel. Wetten, dass ich wieder mal drei Pilze kriege oder eine Wolke auf Platz 10. Das wäre ja auch mal geil, oder? Oh, die Bananen habe ich nicht gesehen. Oh, ich krieg einen Goldpilz. Den bräuchte ich eigentlich in der dritten Runde, ne? Yay! Ich komme! Ich müsste viel schneller sein als der Stern. Das heißt, er kann mich theoretisch nicht rammen. Ich habe gehofft, ich komme noch dran vorbei, aber nö. Und da kommen schon wieder die Lachen. Ich konnte nichts mehr dagegen machen. Ich komme nicht dazu, irgendwas zu sagen. Da war irgendwer, der hat eindeutig versucht, mich zu rammen. Ja, aus dem Bibel zu fuchsen. Ging aber voll daneben. Dafür habe ich dann stattdessen eine Waffe. Ja, toll. Ich wollte ein Itemschnitzel. Danke dir. Dafür habe ich dann die Wolke gekriegt und damit sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Danke. Ich hab dich auch lieb. Manchmal. Im Moment eher nicht. Gut. Jetzt ein extrem gutes Item und ich kann nochmal auf den siebten Platz kommen oder so. Vielleicht auch mal ein bisschen weiter vor. So, mit dem Stern ist man einen Tick schneller, aber ich brauche noch ein Item, damit das hier was wird. Es ist klar, dass der Stern in dem Moment aufhört, wo ich in die Fakebox fahre. Aber ich hätte sowieso keinen mehr einholen können, selbst wenn ich in die Fakebox nicht mehr gefahren wäre. Da wäre ich jetzt 10. und nicht 11. Wow. Also, das ist... Ich liebe es. Könnt ihr mal eine andere Bahn wählen? Ich habe keinen Bock mehr auf Mario-Pisten. Zwei Stück hintereinander reichen ja völlig für den ganzen Rest vom Abend. Blöder Scheiß hier. Ja, ich habe 8 Punkte. Wuhu. Okay, damit dürfte der Cup dann offiziell entschieden sein. Erste Bahn Sorbeland, zweite Bahn Marios Piste, dritte Bahn andere Mario Piste, vierte Bahn Kumu Farm oder wie auch immer sie hier heißt in dem Spiel. Auf dem N64 ist glaube ich noch Mumu Farm oder so. Ihr wisst schon, das ist da, wo die Mumus herkommen. egal. Ja, hier ist natürlich auch wieder in der dritten Runde ein bisschen Itemglück sehr hilfreich. Wenn man überhaupt bis in die dritte Runde kommt, wenn nicht sowas passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade zwei rote Panzer an dem Maulwurf verlieren konnte und dann noch zur Seite geschubst wurde, um nicht über die Rampe zu kommen. Aber okay, zumal ich eigentlich der Meinung war, ich war weit genug rechts, um nicht dadurch zu werden. Naja, ich will den Maxi-Pilz nicht. Danke fürs in die Banane schubsen. Gut, dass ich den Pilz rechtzeitig aktiviert habe. Der muss es noch halten für das Stück hier. Ja. Gut. Nicht die Banane. Oh, das war aber arschhaft. René, ich hab dich lieb. Mit meinem roten Panzer. Mist, ich habe eigentlich gedacht, ich könnte drüber springen, da ich ja offensichtlich die ganze Stelle schon völlig falsch angefahren bin. Ja,
angucken, du kannst mir einen Schatten geben, einen Windschatten. Also, ja, ich habe einen Schatten. Wolke wollen wir nicht. Okay. Das ist gut. Ja. Das war nicht vorhersehbar für mich. Ich bin eben ein bisschen langsam. Warum nimmt er immer die Items, die ich haben will? Okay, nach links springen, nach links springen. Und ein Item, und ein, ein roter Panzer, den ich total verballerig hält. Den hätte ich noch aufheben können, hätte ich jetzt noch einen Platz mehr. Ja, und wenn ich nicht so scheiße waren würde, auch. Aber hey, das hat sogar erstaunlich gut geklappt. Ich bin überrascht. Irgendwas ist gut gelaufen diesmal. Okay, ich glaube, Basti hat so ein ganz klein bisschen gewonnen mit seinen 52 Punkten. Lambda auch nicht schlecht mit 47. Power auch nicht schlecht mit 38 und, naja, den Rest, mal abgesehen von Ape, vielleicht kann man ziemlich vergessen. Okay, wir sind alle scheiße. Wunderbar. Ape darf's noch neben Treppchen stehen und winken. Okay, nehmen wir so hin. Egal, beim nächsten Rennen wird das bestimmt alles ganz, ganz anders.